Citron, 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 double chevron, voiture, champion. Des bagnoles comme ça, y'en a pas des douzaines. Citron, citron, citroën. Einer von den seltenen Fällen, wo wir auf dieser Reise in den Stau gekommen sind. Aber was für ein Stau? Ein Traxion-Stau. Jetzt gilt's ernst. Nach 822 Kilometern haben wir das Ziel erreicht. Wir Schweizer haben alle in einer Reihe parkieren und sind dann auf eine erste Besichtigungsrunde gegangen. Traxions, so weit das Auge reicht, ein unglaublicher Anblick. Das wunderschöne Gas Cabriolet stammt aus der Karosseriewerkstatt von Langenthal. Das ist ein ferngesteuertes Auto von einem Modellbauer liebevoll hergestellt. Die hübsche Traxion Kombi stammt aus Dänemark. Unterhalb vom grossen Parkplatz haben die Händler ihre Stände aufgestellt. Am Stand von der französischen Ersatzteilfirma Neoretro ist möglichst viel Zubehör in eine Traxion verbaut worden. Wie Sie sehen, alle Teilnehmerfahrzeuge sehen, hat sich getauscht. Auf dem historischen Grand Place von Arras sind vor dieser wunderschönen flämischen Häuserkulisse ausschließlich Traxions parkiert gewesen. Viel Prominenz, der Olivier Dessert und im Hintergrund der Dominique Bellière im Gespräch mit dem Walti Homberger. Der Nico Michaud, Besitzer von Madame Michelin 15-Sitz Cabriolet. Sogar aus Portugal ist ein Club angereist. Denen ihre Autos sind viel gepflegter als der Rosthaufen. Ein Auto im Originalzustand mag ja interessant sein, aber mir ist der Wagen zu original.
besonders rar, ein Vorkriegskommerzial mit den doppelten Hecktüren. Am Sonntag hat es eine grosse Parade durch die Innenstadt gegeben. In verschiedenen Bildern sind Traktions in allen möglichen Einsatzarten gezeigt worden. Als Gangsterauto, bei der Resistance, als Hochzeitswagen, bei der Polizei oder als Expeditionsfahrzeug. Vor unserem